Hallo, mein Name ist Tim Kreuz und ich bin der Early Stage Researcher Nummer 6 in dem Bioremia European Training Network. Ich absolviere mein Doktorstudium an der Universität zu Cambridge in Großbritannien. Dort bin ich Mitarbeiter im Cambridge Zentrum für medizinische Materialien am Institut für Materialwissenschaft und Metallurgie. Mein Bioremia-Projekt befasst sich mit antimikrobiellen, bioaktiven Kompositmaterialien mit kontrollierter Resorbierbarkeit. Was genau dies beinhaltet, werde ich euch hoffentlich in diesem kurzen Video etwas näher bringen. Also zunächst ein paar Worte zum Hintergrund und der Motivation meines Projekts. Das heißt, warum ist die Entwicklung von antibakteriellen und bioaktiven Materialien aktuell überhaupt relevant? Nun, dies ist auf einige zusammenhängende Faktoren zurückzuführen. Wie ihr sicherlich wisst, haben rapide Fortschritte in der Medizin und im Gesundheitswesen in den letzten Jahren zu einem starken Anstieg im Alter der Weltbevölkerung gesorgt. Und diverse Prognosen zeigen, dass wir uns zurzeit lediglich am Anfang dieses demografischen Wandels befinden. Dieses Altern der Bevölkerung kombiniert mit weiteren Trends, die aktuell zu beobachten sind, wie zum Beispiel das vermehrte Auftreten von genetischen Knochendefekten oder Verletzungen aufgrund von Sportunfällen, tragen maßgeblich zu einem Anstieg in der Notwendigkeit von orthopädischen Interventionen bei. Zusätzlich sind postoperative implantatassoziierte Infektionen ein großes Problem in der medizinischen Welt von heute. Solche Infektionen können schwerwiegende Komplikationen für betroffene Patienten mit sich bringen. Die Kontamination durch Bakterien während offenen Operationen kann zu der Bildung eines Biofilms in weniger als 24 Stunden führen, was dann die ungehinderte Kolonisation von Bakterien erlaubt. Und da ein komplett steriler Operationssaal nie garantiert werden kann und weitläufige Antibiotikaresistenz ein wachsendes und ernstes Problem darstellt, ist die Entwicklung von neuen und effektiven antibakteriellen Materialien essentiell. Und genau hier greift dann das Thema meiner Doktorarbeit ein. Das Ziel meines Projekts ist die Entwicklung eines Kompositmaterials, welches sowohl vorteilhafte Eigenschaften für die Reparatur von Knochendefekten aufweist, als auch antibakterielle Eigenschaften besitzt. Und als Kompositmaterial versteht sich hier ein Verbund aus einer Keramik und einem Polymer. Oder genauer, keramische Partikel dispergiert in einer resorbierbaren polymeren Matrix. Solche Komposite sind von Vorteil, wenn der natürliche Aufbau des menschlichen Knochens möglichst genau reproduziert werden soll. Der menschliche Knochen wird oft als Verbund aus einer harten biologischen Apatitphase und einer Biopolymermatrix verstanden. Die steife mineralische Phase ist dann verantwortlich für die notwendige Druckfestigkeit, während die Polymermatrix einen elastischen Charakter verleiht und für eine effektive Energiedissipation sorgt. Und als keramisches Füllmaterial für meine Kompositmaterialien untersuche ich hier Hydroxylapatit, substituiert mit Silizium- und Zinkionen. Hydroxylapatit ist ein sehr wichtiges Material, welches häufige Anwendungen in der Rekonstruktion von Knochendefekten findet. Es ist der mineralischen Phase von Knochen sehr ähnlich und besitzt gute Biokompatibilität sowie Osteokonduktivität. Und durch die Substitution mit Silizium und Zinkionen kann das Potenzial von Hydroxylapatit zur Knochenregeneration weiter gestärkt werden. Und zusätzlich verspricht die Inkorporation von Zink eine antibakterielle Funktion. Das Einbetten von Hydroxylapatitpartikeln in eine resorbierbare polymere Matrix ist von großem Interesse, da so nicht nur das natürliche Knochenwachstum simuliert werden kann, sondern auch die Notwendigkeit für eine Explantation des Implantats eliminiert wird. Für mein Projekt betrachte ich als Matrixpolymer Polycaprolacton, modifiziert mit kurzkettigen Polyethylenglykolgruppen. Polycaprolacton ist ein resorbierbarer Polyester mit einer vergleichsweise langen hydrolytischen Degradationszeit. Die Modifizierung mit Polyethylenglykol verspricht hier nicht nur die Degradationszeit zu verkürzen, sondern auch die Dispergierung der Hydroxylapatitpartikel in der Matrix zu verbessern. Und das Ganze ohne die mechanischen Eigenschaften stark zu verschlechtern. Okay, dies war ein kurzer Einblick in mein Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für das Zuhören.